Kapitän Walton träumt seit seiner Jugend davon, den Nordpol zu erreichen. Er beginnt, ein Team zusammenzustellen, um seinen Traum endlich zu verwirklichen. Endlich ist der Tag gekommen, an dem er und sein Team sich auf den Weg machen. Sie mussten jedoch einen Rückschlag hinnehmen, denn die raue Natur machte es ihnen unmöglich, ihren Plan zu verwirklichen. Die Mannschaften verlieren das Vertrauen in ihre Kapitäne und bereiten sich auf eine Revolte vor. Doch in diesem Moment wird ihr Streit durch einen Schrei unterbrochen und dann erscheint ein Mann, der sich Viktor Frankenstein nennt. Der Kapitän hat Angst, sich mit dem Fremden anzulegen, und dann ertönt der Schrei erneut und ihre Hunde sind außer Rand und Band. Doch bald erkennen sie an den Stimmen, dass ihre Hunde von einem Monster angegriffen wurden, und Viktor erklärt ihnen, dass das Monster dafür verantwortlich ist. Viktor beginnt mit seiner Geschichte aus seiner Kindheit, um ihnen alles zu erklären. Er wuchs als Kind auf, das die Wissenschaft liebte und sehr wissbegierig war. Den Rest seiner Freizeit verbrachte er damit, mit seiner Mutter zu spielen. Eines Tages brachte seine Mutter ein Waisenmädchen namens Elisabeth zu ihnen nach Hause und sagte ihr, dass sie von nun an ihre Schwester sein würde. Sie wurden schnell Freunde und so vergingen einige Jahre. Eines Tages freute sich Viktor, als er erfuhr, dass seine Mutter schwanger war und er einen kleinen Bruder bekommen würde. Doch das Familienglück währte nicht lange, denn seine Mutter starb während der Geburt, aber das Baby wurde gerettet und erhielt den Namen William. Der Tod seiner Mutter hat Viktor zutiefst erschüttert. Er möchte nicht noch einmal geliebte Menschen verlieren und beschließt, nach dem Schlüssel zum ewigen Leben zu suchen. Er wendet sich der Wissenschaft zu und widmet seine ganze Zeit der Entschlüsselung dieses Geheimnisses. Eines Tages nimmt er Elisabeth, Justine und William mit auf den Berg, um ein weiteres Experiment durchzuführen. Er nimmt sein Gerät heraus, um einen Blitzschlag abzufangen. Sein Plan geht auf und ihre Körper werden mit Elektrizität gefüllt. Daraufhin beschließt Viktor, nach Ingolstadt zu gehen, um seine Ausbildung fortzusetzen. Sein Vater gibt eine Abschiedsfeier für ihn und schenkt ihm ein Tagebuch, in dem die Wünsche seiner Mutter festgehalten sind. Bevor er zum Studium aufbricht, sagt Elisabeth ihm, dass sie ihn sehr vermissen wird, und es stellt sich heraus, dass sie vorhaben zu heiraten. Er beginnt, sich für die Wissenschaft zu interessieren, die hier verboten ist, und einige Professoren beginnen, ihn mit Misstrauen zu betrachten. Hier findet er nicht nur Feinde, sondern auch einen engen Freund, dessen Name Heinrich ist. Ihre gesamte Freizeit widmen sie der Verwirklichung von Viktors Idee. Unter den Professoren befindet sich ein Mann namens Waldmann, den Viktor sehr schätzt, und er beschließt, ihm das Experiment, das sie durchführen, zu zeigen. Indem er die Pfote des Affen an ein elektrisches System anschließt, bringt er sie zum Laufen. Das beeindruckt Waldmann so sehr, dass er sich bereit erklärt, Heinrich und Viktor als Lehrlinge einzustellen. So beginnen sie gemeinsam zu arbeiten. Eines Tages bricht in ihrer Stadt eine Epidemie aus und alle Schüler und Lehrer arbeiten an der Entwicklung eines Impfstoffs, um die Epidemie zu stoppen. Obwohl all dies zum Wohle der Menschen geschieht, sind einige ungebildete Einwohner überzeugt, dass sie ihre Gesundheit absichtlich vergiften. Eine solche ungebildete Person greift Waldmann sogar während der Impfung an. Der Professor stirbt, ohne auf Hilfe zu warten. Der Verbrecher wird vor den Augen der Bevölkerung gehängt, um zu verhindern, dass sich eine ähnliche Situation wiederholt. Viktor beschließt, die Leiche des Mannes für seine Experimente zu verwenden. Er schneidet heimlich das Gehirn von Professor Waldmann heraus, damit sein künstlicher Mensch intelligent sein wird. So beginnt er, seine Experimente heimlich vor allen durchzuführen. Als Elisabeth bemerkt, dass sie schon lange nichts mehr von Viktor gehört hat, merkt sie, dass etwas mit ihm nicht stimmt, und fährt in die Stadt. Aber jetzt denkt Viktor nur noch an seine Idee, und sie ist gezwungen, nach Hause zurückzukehren. Viktor lässt sich auf ein Experiment ein, aber das Ergebnis ist nicht das, was er erwartet hat. Zwar gelingt es ihm, durch das Experiment eine Kröte wieder zu beleben, aber er stellt fest, dass diese Methode nicht in der Lage ist, einen Menschen wieder zu beleben. Das enttäuscht ihn, er ist sehr müde und beschließt, ins Bett zu gehen. Am nächsten Morgen erhält er eine unerwartete Nachricht. Sein künstlicher Mensch ist entkommen. Er rennt sofort zum Zentrum, aber der künstliche Mensch entkommt, indem er auf Karren mit Leichen aus der Stadt fährt. Nach diesem Vorfall erkrankt Viktor und wird von seinem Freund Henry gepflegt. Bald kommt Elisabeth wieder in die Stadt und dieses Mal versöhnen sie sich. Zu dieser Zeit stößt der künstliche Mensch auf ein Bauernhaus in der Nähe des Waldes und beginnt sie zu beobachten. Er sieht, wie sehr sie sich lieben und beginnt sich nach dieser Wärme zu sehnen. Auch er sehnt sich nach menschlicher Zuneigung und beginnt, ihnen bei der Arbeit zu helfen, ohne sein Gesicht zu zeigen. Währenddessen regelt Viktor sein Privatleben und beschließt, mit Elisabeth eine Familie zu gründen.
Sie beschließen, in Genf zu heiraten und laden ihren Freund Henry ein. Eines Tages kommen Steuereintreiber in das Haus des Bauern, aber nur ein blinder alter Mann ist zu dieser Zeit im Haus. Sie nutzen die Schwäche des alten Mannes aus und beginnen ihn zu schlagen, doch in diesem Moment kommt ihm ein künstlicher Mensch zu Hilfe. Daraufhin gesteht er dem alten Mann, dass er sich menschliche Wärme wünscht. Doch niemand will mit ihm befreundet sein, weil er so aussieht. Zu diesem Zeitpunkt betritt ein Ehepaar das Haus und ist sehr erschrocken, da sie ihn für ein Monster halten. Sie werfen ihn hinaus und laufen dann selbst weg. Obwohl sie ihn nicht als ihr Eigentum akzeptierten, nahm der künstliche Mensch sie als Familie an, so dass ihr Weggang ihn einsam machte. Aus seinem Tagebuch erfährt er, dass er von einem Mann namens Victor erschaffen wurde, und er beschließt, sich zu rächen, da er ihn für all das verantwortlich macht. In der Zwischenzeit hat sich Elisabeth mit ihrer Familie auf ihre bevorstehende Hochzeit vorbereitet, ohne sich der drohenden Gefahr bewusst zu sein. Beim Spielen im Wald stößt William zufällig auf einen künstlichen Menschen und fällt ihm zum Opfer. Als sie bemerken, dass Williams fehlt, machen sich alle Familienmitglieder auf die Suche nach ihm. Unter ihnen ist auch Justine, die von der Suche sehr müde ist und sich in der Scheune hinlegt und einschläft. In diesem Moment erscheint ein künstlicher Mann und legt das Medaillon, das William in den Händen hielt, neben sie. Bald darauf finden sie die Leiche von William und sind entsetzt. Der Verlust von William hat seinen Vater so sehr mitgenommen, dass er aufgrund von Problemen mit dem Nervensystem auf einem Auge blind geworden ist. Victor erfährt auch, dass er seinen einzigen Bruder verloren hat. Und die Leute geben Justine die Schuld an seinem Tod, da Williams Medaillon in ihrer Nähe gefunden wurde. Elisabeth weiß sehr wohl, dass sie unschuldig ist und fährt hin, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Sie hat jedoch keinen Erfolg und der wütende Mob, der sie für eine Kindermörderin hält, tötet sie mit eigenen Händen. Bald wird Victor von einer künstlichen Person kontaktiert, die ihm ein persönliches Treffen anbietet. Victor erkennt, dass es sich um denselben Mann handelt, den er geschaffen hat, und begibt sich trotz der Gefahr allein dorthin, ohne jemanden zu warnen. Er gesteht ihm, dass er es leid ist, allein zu sein, und bittet ihn, ihm eine Braut zu erschaffen. Nur so könne er seine Einsamkeit überwinden, und wenn er sich weigere, werde dies den Tod seiner gesamten Familie zur Folge haben. Victor stimmt seinem Vorschlag zu, da er an das Wohl seiner Familie denkt. Er teilt Elisabeth mit, dass sie die Hochzeit verschieben müssen. Elisabeth ist jedoch nicht damit einverstanden, die Hochzeit zu verschieben, und droht, sie zu verlassen. Aus Angst, sie zu verlieren, ist Victor gezwungen, ihr alles zu gestehen. Elisabeth schlägt ihm vor, von hier wegzulaufen und sich des Monsters zu entledigen. Er nimmt ihr Angebot an und flieht am nächsten Tag heimlich aus dem Anwesen. Als das Monster von ihrer Flucht erfährt, wird es wütend und tötet Victors Vater noch am selben Tag. Währenddessen verbringt Victor seine Hochzeitsnacht mit seiner Frau. Doch plötzlich hört er ein Geräusch und geht nach draußen, um nachzusehen, was los ist. In diesem Moment erscheint ein künstlicher Mensch und reißt Elisabeth das Herz heraus. Der zurückkehrende Victor kann seinen Augen nicht trauen. Ohne zu zögern, schneidet er Elisabeths Kopf ab und näht ihn an Justines Körper an. Der Wiederbelebungsprozess ist erfolgreich und Elisabeth ist wieder auf den Beinen. Allerdings bemerkt sie Victor überhaupt nicht. Victor versucht, Erinnerungen in ihr zu wecken, aber sie hält das nicht aus und zündet sich selbst an. Das Feuer breitet sich weiter aus und Frankensteins Besitztümer brennen vollständig nieder. Nach diesem Vorfall folgt Victor, der alles verloren hat, dem Monster und landet hier. Victor beendet seine Geschichte, lässt seinen letzten Atemzug aus und geht in jene Welt, um seine Familie zu holen. In diesem Moment erscheint das Monster und fängt an zu weinen, denn es hat ihn als seinen Vater akzeptiert. Es hat keinen Sinn mehr für ihn zu leben und er beschließt, mit seinem Vater zu sterben. Sie beschließen, Frankenstein zu verbrennen, aber das Eis bricht und sie sind gezwungen, zum Schiff zurückzukehren. Sie sehen, wie das Monster, das versucht, die Fackel am Erlöschen zu hindern, zu Victor schwimmt, das Feuer anzündet und sich selbst verbrennt. Nach diesem Gespräch beschließt Walton, nach Hause zurückzukehren. An dieser Stelle endet der Film. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like zu setzen. Bis zum nächsten Mal.